das hier ist jetzt The Snake Knight. Und Snake Knight. Nee, das ist Snake Knight 2. Watch your shot! Wir machen keine Gefangenen. Ja, hallo YouTube. Na, ich bin der Solimi. Könnte ich aber auch Jay nennen. Und wie ihr seht, fange ich jetzt mit dem Kommentieren auf YouTube an, wie viele andere. Und hier habe ich noch zwei Gäste bei mir. Die werden sich gleich präsentieren, aber erstmal werde ich mich ein wenig vorstellen. Und zwar bin ich, wie schon gesagt, der Solimi, auch der Jay genannt. Und ich spiele PlayStation 3, Call of Duty, bin im Pain Clan. Und hier habt ihr ein Gameplay zu sehen, ein flawless Gameplay mit anfangs noch der AK-47 schallgedämpft auf Crisis, ein Frei für alle. Aber ich werde dann auch später noch andere Waffen aufheben, da ja irgendwann die Muni ausgeht. So, da. Den ersten Gast, darf ich vorstellen, ist und mein Clan wieder, der Snake Knight 2. Jo, das bin ich. Snake Knight 2. Ja, Snake Knight, du hast ja auch schon einen Kommentar hochgeladen, ein Infovideo zu unserem Clan. Jo. Und unser zweiter Gast ist der DD723. Hey. Jo. Wir wollten heute mal einen Triple Commentary machen. Erstens mal einfach so, um einen witzigen Einstieg zu haben, zu dritt in die Kommentatoren-Szene, und wir reden heute ein wenig über MB3, wie ja auch viele andere Kommentatoren, weil wir wollten auch unseren Senf dazugeben. Ohne Würstchen. Ja, und mit dicker, fetter Wurst. Call of Duty ist ja jetzt schon, MB3 wird der 8. Teil sein. Ist schon ganz schön lange Zeit hier, die Call of Duty prägt. Und unser erstes Thema, über das wir so reden wollen, sind die Waffen, die in MW3 vorkommen sollten. Und so. Snake Knight 2, was sagst du dazu? Also ich will auf jeden Fall, dass die AK-47 wiederkommt. Und auf keinen Fall, dass die AK-47U wiederkommt. Denn das ist in meinen Augen die überpoweredste Waffe überhaupt in allen Call of Duty Teilen. Na okay, die UMP-45, ja, mit Vollmatik-Schuss, ja auch nicht gerade ohne, ne? Ja. Aber die 74 UD ist wirklich übelste Noob-Waffe, und vor allem ist schlimm, wenn es dann gute Spieler auch noch die AK-74 UD benutzen. Das ist noch unfairer. Und ich denke mal, alle, also niemand außer die größten Noobs, die gerade eingestiegen sind, wollen die AK-74 UD wieder haben. Denn einfach, wenn nachdem man ein bisschen Call of Duty gespielt hat, Black Ops oder Call of Duty 4, Modern Warfare, da ging sie ja noch relativ, aber trotzdem war sie ja auch schon ganz schön stark. Hat man gemerkt, dass die AK-74U ganz schön von den anderen Waffen rausragt. Tut mir leid für mein Deutsch. Und ja, die geht einem einfach auf den Sack nach der Zeit. Aber ich habe schon so viele Spieler online getroffen, die im 15. Prestige sind und immer noch nur mit dieser Waffe spielen. Das ist so schlimm. Aber DD732. Los. Was hättest du gerne für Waffen in MW3, die du irgendwie schon aus anderen Call of Duty teilen kannst? Also die Intervention hätte ich wieder gerne, weil das heißt, die beliebte Sniper Rifle in Call of Duty. Und die Barrette wurde ja schon gesehen. Und ja, gar nicht schlimm, dass sie dabei ist. Denn ist ja auch recht gut. Die Akku würde ich auf gar keinen Fall wieder haben. Aber die alte Farmers vielleicht wieder. Auch wenn manche sagen, so voll die Frauenwaffe oder so, auch trotzdem. Das war eine geile Waffe. Ja, die Farmers. Gibt's ja schon ganz schön lange in Call of Duty. Ich finde auch, ich mag die Farmers mit Freischussbetrieb aus MW2. Mag ich lieber die aus Black Ops. Die aus Black Ops kommt mir irgendwie ein bisschen, ja, schwul vor. Und die aus MW2 hatte einfach mehr Stil, ja.
Also, dann der MW3-Trailer ist ja jetzt schon seit einigen Tagen draußen. Ja, manche mögen ihn, manche nicht. Ich persönlich, ja, ich finde, das ist mal ein Trailer wieder, der wirklich so, der macht einen echt, da bekommt man echt Lust, die Story zu spielen. Man sieht London, Paris, Berlin, oh ja. Washington, also wirklich das volle Programm und da hat man echt Bock, die Story auch mal zu spielen. Ich bin nicht so der Story-Spieler in den Call of Duty-Teilen, auch die, es gibt, die meisten haben ja die Story in Black Ops gemacht. Ich fand sie eher verwirrend und irgendwie komisch. Also ich habe sie nie durchgespielt. Ich habe nur immer die Story von Modern Warfare durchgespielt, weil die mich wirklich interessierte. Die anderen habe ich nie gespielt. Black Ops vielleicht mal eine Stunde oder so und dann gleich wieder aufgehört, Multiplayer gezockt. Weil es einfach zu langweilig ist. Und bei Modern Warfare 3 ist die Story übelst geil, mit der Weltkrieg. Wie geil ist das denn? Ja, also es haben ja auch schon Kommentatoren Analysen gemacht über die über den Trailer und sie haben ja auch schon gesagt, dass die Story in MW3 wird zu 100% weitergehen, also da, wo MW2 aufgehört hat, ja. Und zwar mit Makarov. Und ja. Ja, das wird ja praktisch der zweite Hitler, weil der sagt ja dann im Trailer, dass ein Mann, also der Wille eines Mannes reicht aus, einen neuen Krieg anzufangen. Ja. wo sind wir jetzt? Das sind wir schon. Wir haben noch 3 Minuten oder so. Wie viel? 3 Minuten. Okay. Ja, dann, was wir noch ansprechen wollten, war das Snipen in MW3. Wir, Pain Gaming, sind ja auch ein Sniper-Clan. Also, das Snipen ist wirklich das, was einer der Gründe, warum wir Call of Duty spielen. Was wünscht ihr euch für Snipen in MW3? Also, ich wünsche mir vollmatige Geschosse wieder, Feuerkraft und dass die Sniper mal nicht wieder so viele Hitmarker machen, weil das ist echt nervig im Black Ops. Und irgendwie kommst du so vor, nach dem Patch, also gegen die Hacker in MW2, da macht die Intervention viel mehr Hitmarker als vorher. Oh. Das sehe ich auch so, ja, also Hitmarker gehen einem wirklich so auf und sagt, man tut eben Clips für die Montage sammeln und dann ist wirklich so, jeder dritte Schuss ist ein Hitmarker, ja. Das geht dann schon auf den Sack. Snake Knight 2, es gibt ja Gerüchte, dass das Snipen so wird wie in Battlefield. Wie würdest du das finden? Übel schlecht, aber bei Battlefield, da musst du immer 5 cm so drüber schießen, dass du da mal einen triffst. Das finde ich nicht so toll. Also wenn, dann will ich schon. Also ich finde auch, jedes Spiel sollte auf seine Art einzigartig sein und wenn jetzt irgendwie ein Spiel probiert, das andere Top-Spiel irgendwie in Verbindung zu bringen, das finde ich irgendwie kacke. Chase, Gameplay ist jetzt zu Ende. Ja, das Gameplay ist zu Ende. Ihr seht den Score 30-0. Das war einer meiner früheren Gameplays. Da war ich noch nicht im Pain Gaming, da bin ich auch erst im 4. Prestige, also ziemlich alt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen runter geben, wenn ihr wollt. Und sagt bitte in den Kommentaren unten drunter, warum. Ja, und dann bis dann, ne? Ja. Tschüss. Das war jetzt das erste Commentary, Part 2. Der findet dann auf dem Dennis sein Kanal statt oder auf dem Pain Gaming Kanal. Also, ciao. Tschüss. Ciao.